Hola, ¿qué tal? Wie geht's euch? Hallo. Wir nehmen euch heute mit in unseren Garten. Ich muss dazu sagen, wir sind losgefahren, ohne zu schauen, ob wir den Schlüssel dabei haben. Wir hatten natürlich den Schlüssel nicht dabei. Also nicht wundern. Das hier sind keine Einbrecher. Nein, wir haben aus Versehen den Schlüssel vergessen. Und der große Spaß kommt noch. Wir haben nicht den Schlüssel vergessen, im Auto oder zu Hause oder sonst irgendwo. Nein, der Schlüssel lag tatsächlich im Garten. Zur Freude aller. Denn ja, somit konnten wir dann wenigstens alles wieder abschließen. Ja, wie ihr seht, die Kinder haben Spaß. Das muss sein. Das Leben ist ernst genug. Und die Eltern gehen, ja, ernten, Unkraut ziehen und wässern. Denn im Moment haben wir über 30 Grad täglich und es hat schon seit einigen Wochen nicht geregnet. Wie ihr seht, ihr den ersten Spitzkohl, den ich geerntet habe. Nein, das ist gar nicht wahr, das war schon der zweite. Aus dem ersten haben wir schön Schichtkohl mit Hackfleisch gemacht. Und aus dem jetzigen hier werden wir Schlachtekraut selbst herstellen. Schmeckt viel besser als gekauftes. Ist ohne Konservierungsstoffe, ohne Gift. Es ist einfach Natur pur. Da seht ihr die Mutter, wie sie die Pflänzchen gießt. Die Kinder haben immer noch Spaß. Da ist die andere von den Lokos und Lokas, die gießt. Falls ihr euch wundert, was diese weißen Fliese zu bedeuten haben, unter diesen Fließ sind Kohlpflanzen und wir haben hier arg mit der Kohlfliege zu kämpfen, die tatsächlich den Kohl komplett wegfrisst oder unbrauchbar macht. Und das zu verhindern, habe ich dieses Jahr tatsächlich diese Fliese drüber gespannt und siehe da, ihr habt den Kohl gesehen, wunderbare Ernte. Wir haben Juni, Anfang Juni und trotzdem schon solch eine Ernte, das ist gigantisch. Hier könnt ihr unsere Erdbeeren bewundern, auch riesengroße Früchte dran, aber da ist irgendwie, na, ich weiß nicht, wie man es tun soll. Ab und zu haben wir schon welche geerntet, gleich so für den Mund. Da seht ihr die Ernte. Viel ist es nicht, aber für die Kinder reicht es. Ja. Das ist des Kleingärtners Freude. Los, Sonny. Wenn er für die Mühe belohnt wird. Und das ist auch eine Freude, den Kindern zuzusehen, wie sie sich tatsächlich schön bewegen, sportlich verausgaben. Ja, Arbeit ist erledigt. Wir machen uns auf den Weg nach Hause, bringen die Ernte mit nach Hause und da geht es dann natürlich weiter. Ernte wird verarbeitet, damit sie frisch ins Glas kommt. Der Hund hat auch seinen Spaß. So soll es sein. Gut, ihr Lieben, ihr werdet gleich sehen, dass ich nicht geflunkert habe oder wir tatsächlich hier eingebrochen sind. Ja, das Tor ist jetzt offen. Wir haben den Schlüssel tatsächlich gefunden. Wir sind keine Einbrecher und Diebe fremder Ernten. Nein, wir haben bloß den Schlüssel im Garten vergessen. So, ihr Lieben, begleitet uns weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios, ciao, tschüss und bis bald.